So Leute, jetzt ist es passiert. Was Bibi schon lange macht, macht jetzt auch Christian vom Kanzleikanal WBS, mein erster Shopping-Haul. Ich war einkaufen beim Lidl und ihr glaubt nicht, was in dieser Tüte drin ist. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und ach, ich bin so aufgeregt. Ich bin so aufgeregt. Ihr glaubt nicht, was hier drin ist. Es ist unglaublich, was hier drin ist. Ja? Ich war nämlich shoppen beim Lidl, ja, und ich habe beim Lidl was eingekauft. Was habe ich denn eingekauft beim Lidl? Ich zeige euch, was ich beim Lidl eingekauft habe. Ich habe die Original Culinea Hamburger Scheiben beim Lidl eingekauft. Die sind sogar noch eiskalt gefroren. Ich kann schon gar nicht glauben, wenn ich die gleich hier oben auf den Kanzleigrill schmeiße. Das ist eine ganz leckere Angelegenheit, die ich hier eingekauft habe. Dann habe ich noch mehr beim Lidl geholt. Ich habe hier beim Lidl mir Medaillen geholt. Die Bronzemedaille, passend zu den Winterspielen, die gerade vorbei sind. Ich habe mir geholt die Silbermedaille, auch passend zu dem Winterspiel. Und natürlich, wenn man das schon so macht, habe ich mir noch die Goldmedaille geholt. Warum habe ich mir all diese Medaillen beim Lidl geholt? Und noch etwas, das habe ich mir nicht beim Lidl geholt. Jetzt bin ich aber ganz aufgeregt. Ich habe mir geholt die Olympischen Ringe. Man muss jetzt wahrscheinlich erstmal die Vorfrage klären, war das Ganze jetzt hier gerade Schleichwerbung für Lidl? Nein, das war keine Schleichwerbung für Lidl, denn ich kriege kein Geld dafür, dass ich bei Lidl shoppen war. Und ich habe Lidl jetzt auch nicht übermäßig gelobt und gesagt, das sind die Besten, die Tollsten. Und ich kriege auch kein Geld von den Culinea Hamburger Scheiben. Habe ich auch noch nie gegessen. Aber ich kriege Aufmerksamkeit von euch, wenn ich euch hiermit plastisch verdeutliche, worum es ging. Es ging nämlich um eine Lidl-Werbung für Hamburger Scheiben aus dem Jahre 2016. Da gab es die Olympischen Sommerspiele und Lidl hatte original diese Culinea Hamburger Scheiben auf dem Grill so angeordnet wie die Olympischen Ringe. Das heißt, man sah in einem Werbevideo von Lidl Culinea Scheiben mit olympischen Ringen anordnen. Das müssen also dann wahrscheinlich hier diese 5 Ringe gewesen sein. Und da wurden einfach Scheiben so übereinander gelegt. Jetzt ist es aber so, dass es ein Gesetz gibt in Deutschland und das nennt sich das Olympiaschutzgesetz. Und das Olympiaschutzgesetz, das sagt unter anderem sehr genau, wie die olympischen Ringe verwendet werden dürfen. Und jetzt kommt derjenige, der die Rechte des Olympiaschutzgesetzes wahrnimmt. Und das ist der Deutsche Olympische Sportbund. Und der sagt, hey Lidl, was macht ihr hier? Ihr vermarktet ein Produkt, solche Hamburger Scheiben, und habt überhaupt keine Rechte gekauft an den Olympischen Ringen. Diese Rechte sind sehr teuer, teilweise werden da Millionen gezahlt, dass man mit den Olympischen Ringen Werbung machen darf. Also für Werbung auf Produkten. Und da sagt der Deutsche Olympische Sportbund, Lidl erweckt ja den Eindruck, die hätten eine Kooperation mit uns oder hätten eben entsprechend die Abgaben gezahlt, wenn sie die Hamburger Scheiben so anordnen auf dem Grill wie Olympische Ringe. Und jetzt musste darüber das Oberlandesgericht in Stuttgart entscheiden. Und die haben Lidl Recht gegeben. Die sagen, was soll das? Ich meine, hier hat man zwar eine gedankliche Inverkehrbringung dieser Hamburger Scheiben und Olympia natürlich hergestellt, aber das ist nach dem Olympiaschutzgesetz nicht verboten. Danach verboten ist, wenn man das offizielle Logo der Olympischen Spiele verwendet. Und man darf jetzt auch nicht so weit gehen wie im Markenrecht. Das Olympiaschutzgesetz will jetzt nicht jegliche Diskussion über Olympia verbieten und jegliche Auseinandersetzung mit dem Thema Olympia, was Lidl gemacht hat, nämlich so Scheiben so angeordnet. Die wollen nur, dass die Ringe nicht in der Form, wie sie auch im Olympiaschutzgesetz abgebildet worden sind, 1:1 für Werbezwecke verwendet werden. Und da sagen die Richter aus Stuttgart, eine 1:1 Verbindung war das hier nicht. Ein Durchschnittsverbraucher, der guckt sich das sehr genau an und geht jetzt nicht davon aus, dass man nur, weil man so Grillpatties
in einer gewissen Art und Weise angeordnet hat, jetzt hier schon eine Kooperation mit dem Deutschen Olympischen Sportbund oder beziehungsweise Olympia hat. Also insofern kann man sagen, die Wertschätzung von Olympia ist nicht beeinträchtigt worden, wenn Grillpatties in Form der Olympischen Ringe gelegt und werden und daraus ein Fernsehfilm gedreht wird. Also hat hier Lidl recht bekommen, durfte die Olympia-Patties, die Hamburger-Scheiben, so anordnen wie die Olympischen Ringe. Und es wurde wieder mal gezeigt, so weit, wie manchmal vom Deutschen Olympischen Sportbund behauptet, geht das Olympiaschutzgesetz dann doch nicht. Trotzdem muss man bei jeder Olympiade aufpassen, sowieso auch bei jeder Weltmeisterschaft, inwiefern man Olympia verwendet, inwiefern man die Logos verwendet, habe ich hier schon mal ein extra Video zu gemacht. Was allerdings hier im konkreten Fall erging, war eine Anspielung auf Olympia, die ist erlaubt. So, und ich gehe jetzt hoch, ist nämlich gleich Mittagspause und schmeiße mir ein paar Burger auf den Grill. Euch danke fürs Zuschauen. Euch auch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen hier schon wieder. Gebt mir gerne einen Daumen rauf, falls euch das Video gefallen hat. Tschüss und bis dahin.